Eins muss man der Wall Street wirklich lassen, sie ist eine gigantische Hoffnungsmaschine, die aus finanziellem Eigeninteresse sich entweder die Rosinen rauspickt oder eben irgendwelche Narrative erfindet, die an sich total unlogisch sind, wie das lange gültige Narrativ, oh, wir sehen eine starke Wirtschaft, aber die Inflation geht zurück, weswegen die Fed dann die Zinsen senken kann, macht hinten und vorne keinen Sinn, passt nicht zusammen. Entweder die Wirtschaft ist stark, dann bleibt die Nachfrage stark, dann hast du normalerweise eben auch inflationäre Tendenzen, weswegen die Fed dann die Zinsen nicht senken kann, oder die Wirtschaft wird schwächer, dann stimmt aber das Goldilocks-Szenario der robusten Wirtschaft nicht mehr. Also irgendwie passt es nicht zusammen, aber wie gesagt, hier gibt es natürlich massive Interessen und die sind heute auch mal wieder richtig zum Vorschein gekommen, aber mal chronologisch. Wir hatten heute zwei wichtige Konjunkturdaten und es begann mit den ADP-Arbeitsmarktdaten, die ja so ein bisschen als die Vorausschau auf den großen Arbeitsmarktbericht am Freitag gelten, und die Headline-Zahl war besser mit 184.000, beste Zahl seit Juli 2023 genauer gesagt, aber wichtiger war vor allem das, was ADP über die Lohnentwicklung gesagt hat, und hier heißt es, dass sowohl im Gütersektor als auch im Dienstleistungssektor die Löhne deutlich gestiegen ist, heating up in both goods and services, und hier unten sehen wir mal, dass diejenigen, die in ihrem Job verbleiben, nur in Anführungszeichen 5% mehr Lohn bekommen als vor einem Jahr, die aber, die ihren Job verlassen und woanders anfangen, 10% mehr bekommen. Hier sehen wir, wie das Ding hier nach oben schießt. Das heißt, der Arbeitsmarkt ist so eng, dass Arbeitgeber bereit sind, eben denjenigen, die ihren alten Job verlassen und neu in die Firma kommen, eben auch besonders zu entlohnen, aus Mangel wahrscheinlich an Arbeitskräften. Das heißt, wir haben jetzt eine Situation, wo offenkundig die Inflation vom Dienstleistungssektor mehr und mehr in den Gütersektor übergewandert ist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die Löhne wieder deutlich anziehen. Und das ist tendenziell eine ziemlich explosive inflationäre Mischung, zumal eben die Rohstoffpreise wie Öl und Benzin deutlich steigen, dazu gleich mehr. Aber dann kam 16 Uhr der ISM-Index Service, der ziemlich mies war. Mies vielleicht zu viel gesagt, aber eher schwach. 51,4 statt 52,8 erwartet. Heißt aber, dass der Sektor nach wie vor wächst. Alles über 50 heißt Wachstum. Und das gilt auch, und darauf hat die Wall Street heute geguckt, für die Preise. 53,4 heißt also, Preise steigen weiter. Aber im letzten Monat hatten wir noch 58,4, also eine sehr deutliche Preissteigerung. Jetzt nur noch 53,4. Preise steigen also weiter. Aber das ist natürlich jetzt so fürchterlich wunderlich nicht, denn wenn du jetzt ein schon sehr hohes Preisniveau hast, und wir sehen ja hier unten in dieser Grafik, wie die Preiskomponente hier massiv immer über 50 lag, das heißt, Preise sind gestiegen, von Monat zu Monat gestiegen, 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 und irgendwann steigst du halt nicht mehr so schnell, weil schlichtweg das Niveau schon so hoch ist, genau das ist hier der Fall. Aber dann sagt sich die Wall Street, siehst du, Inflation ist doch jetzt vorbei, jetzt kann die Fed ja dann doch die Zinsen senken, so oder ähnlich ist das Narrativ, das daraus gestrickt wurde, eben weil wir jetzt Mitte 53,4 die niedrigste Zahl seit einigen Jahren haben. Das kommt dann als Headline bei den Wall Street Leuten auf dem Bloomberg Terminal an, und dann springen die Algorithmen drauf und sagen, oh, das müssen wir aber kaufen, das ist ja großartig. Aber schauen wir uns mal die Daten an, die der ISM hier oder die ISM hier geliefert hat. Da ist zum Beispiel Commodities, also alles, was Firmen irgendwie brauchen, um diese Dienstleistungen hier anzubieten, die in diesem Index erfasst wird. Und da gibt es zwei Komponenten, genauer gesagt, zweieinhalb Komponenten, die nicht gestiegen sind im Preis. Natural Gas, also Erdgas, Stahl und Stahlprodukte. Alles andere von Copper, Diesel, Elektronikkomponenten, Sie sehen hier die Aufzeichnung, die ziemlich lang ist, das ist weiter im Preis gestiegen. Das heißt, wir haben hier einen breit gefächerten Preisanstieg, eben in Kategorien, die zuletzt nicht stark gestiegen waren, sondern lange deflationär waren. Jetzt erleben wir, dass die ohnehin schon massive Teuerung im Dienstleistungssektor in den USA ein bisschen abnimmt, dafür aber mindestens ersetzt, wenn nicht überkompensiert wird, durch die Inflation im Gütersektor. Schwach auch relativ in diesem Index übrigens die Komponente Employment. Hier sehen wir, dass die rückläufig ist, also Schrumpfung
was auch immer das bedeutet, es droht vielleicht sogar so ein bisschen eine Art Stagflation. Das heißt, dass eben das Wachstum abnimmt, aber die inflationären Tendenzen trotzdem bleiben. Hat die Wall Street nicht interessiert? Wir machen Party. Um eben Bewertungen rechtfertigen zu können, sucht man sich das aus, was man sich aussuchen will. Hier unten sehen wir mal den Buffett Indicator, also das, was Warren Buffett entwickelt hat, um zu beschreiben, ob Aktienmärkte teuer sind. Das kann man tun, indem man eben die Marktkapitalisierung dieser Aktienmärkte abgleicht mit dem BIP des Landes, in dem diese Aktienmärkte lokalisiert sind. Und wir sehen, wir waren nur einmal auf dem Hochpunkt von Corona, als eben Nullzinspolitik, als massive Liquidität ins System geschüttet wurde, als eben eine Sondersituation war. Aber jetzt sind wir so massiv teuer, sodass Leute wie Steve Eisman sagen, also die Fed sollte nicht die Zinsen senken, um nicht ein Stockmarket-Bubble zu riskieren. Manche und böse Zungen sagen, naja, wir haben doch diese Stockmarket-Bubble schon längst, aber das sind böse Zungen, meine Damen und Herren, auf die Sie gar keinesfalls hören sollten. Und hier sehen wir mal die Financial Conditions, also die Finanzkonditionen. Da sind Credit Spreads, da sind Aktienmärkte dabei, da sind verschiedene Faktoren dabei. Aber hier sehen wir, dass jetzt die Finanzkonditionen eben so sind, wie zu dem Zeitpunkt, bevor oder lockerer sind, als zu dem Zeitpunkt, als die Fed eben die Zinsen gesenkt hat. Und das ist natürlich eine Steilvorlage natürlich für eine Notenbank, jetzt unbedingt die Zinsen senken zu müssen. Deswegen hat Paul gestern gesagt, Paul hat sich heute auch geäußert, aber nichts Neues gesagt im Grunde, und hat gesagt, wir haben es nicht eilig, die Zinsen zu senken, und andere FED-Mitglieder sind da ganz in diesem Camp, wie zum Beispiel Bostic, der sich heute wieder geäußert hat und gesagt, eine Zinssenkung, okay, aber dann im vierten Quartal 2024, ergo nach der Wahl oder ja, es gibt ja nur im September, nee, es gibt dann im November die erste. Und die ist kurz nach den Wahlen. Also sprich, Bostic würde sagen, wir senken die Zinsen vor den US-Wahlen überhaupt nicht. Aber wie hier jemand auf Finanzmarktwelt geschrieben hat, von 7 auf vielleicht 2 Zinssenkungen oder eine innerhalb von 2 Monaten, die Reaktion der Märkte nach minimal weniger heftigen Inflationsdaten fühlt sich inzwischen nach einem verzweifelten Festklammern an, das mit in Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr stattfinden wird. Und er vergleicht das mit einem Kind, das meint, ja, wenn ich mir die Augen vors Gesicht halte, dann sieht mich keiner. So ein bisschen ist das. Also man versucht eben zwanghaft so ein bisschen Narrative zu halten, die aber nicht zu halten sind eigentlich. Und das alles wird ja auch durch die Äußerung der Notenbanker klar. Zwar sagte Bostic, er wartet, dass die Inflation fällt, aber er sollte vielleicht mal sich den Ölpreis anschauen, respektive Benzinpreise in den USA stets steigend oder die Rohstoffpreise stets steigen. Aber auch er sagt eben jetzt hier ganz klar, wir müssen geduldiger sein und erstmal abwarten. Und das finden andere auch. Die Fed riskiert ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie jetzt die Zinsen senkt und macht dann denselben Fehler wie in den 70er Jahren, damals ja die Notenbank zu früh gesenkt, daraufhin die Inflation natürlich durch einen externen Ölpreisschock nochmal deutlich nach oben gegangen. Aber Paul hat ja immer wieder gesagt, ja, wir sind eine Notenbank, die sehr stark geprägt ist, aus dieser Erfahrung zu früh die Zinsen gesenkt zu haben. Und wenn jetzt aber die Fed die Zinsen senkt, so sagt das hier T. Rowe, dann wäre das im Grunde ein Verlust ihrer Glaubwürdigkeit, die ohnehin angekratzt ist, weil Paul sich ja schon im Dezember hingestellt hatte und gesagt, naja, wir haben über Zinssenkungen gesprochen, 1,5 Wochen oder eine Woche vorher hat er gesagt, nein, nein, wir sprechen nicht über Zinssenkungen. Also das ist schon so ein bisschen, wie soll man sagen, auf dünnem Eis die Glaubwürdigkeit der US-Notenbank. Und hier sehen wir mal, was gestern passiert ist, als die Aktienmärkte ja gefallen sind. Jetzt konnte man erwarten, okay, gestern Aktienmärkte fallen, dann müssten eigentlich auch die Rohstoffe fallen, weil, naja, Pessimismus über Wirtschaft oder wie auch immer, oft geht das ja in Tandem, aber wir sehen, der Rohstoffindex ist weiter nach oben gegangen. Unten sehen wir in diesem Bloomberg-Chart, dass das wirklich ein valider Ausbruch ist. Wir sehen ja nicht nur Gold, Silber, Kupfer, Öl, Kakao, nicht wahr? Also Kakao ist natürlich da ganz zentral in dieser Frage, aber wir sehen eben, dass Rohstoffe deutlich ausgebrochen sind. Güterpreisinflation dürfte die Folge sein und CPI, also die Inflation, folgt, ich hatte diese Grafik schon gezeigt, mit ein bisschen Abstand eben diesen Entwicklungen hier bei den Rohstoffen, und so dürfte es diesmal eben auch sein. Was wird jetzt kommen? Das ist die große Frage. Wir hatten ja ein bombiges erstes Quartal, weil die Hoffnungsmaschine Wall Street es wirklich geschafft hat,
hat aus einer depressiven Stimmung Ende Oktober letzten Jahres eine Alice im Wunderland-Situation sich zu imaginieren, wo die beste aller Welten stattfindet, also Superwirtschaft, aber Inflation zurück, Zinsen nach unten, dazu noch KI, die alles produktiver macht. Heute hat der Jerome gesagt, ja, theoretisch sollte das so sein, aber wir sehen es nicht bisher. Was? Der gute Mann, der hat ja nicht erkannt, welche Produktivitätsfortschritte wir machen mit KI. Nicht wahr? Also ich bin jetzt schon doppelt so produktiv wie davor, ne? Weil was Sie hier sehen, das bin ja gar nicht ich, sondern meine KI. Ne? Ein Klon, wenn Sie so wollen. Also mal sehen, wie das Ganze jetzt wird. Hier sagt eben Sam Stovall, dass sehr, sehr gute, sehr starke Quartale, dann erste Quartale, dann statistisch gesehen meistens ein eher schwächeres zweites Quartal nach sich ziehen. Und es wäre auch nicht so wirklich fürchterlich wunderlich angesichts dieser massiven Zugewinne, auch an Marktkapitalisierung, erstens und zweitens, weil eben die Narrative eigentlich schon widerlegt sind, aber dennoch immer wieder sozusagen aus dem Hut gezaubert werden. Kurzfristig gesehen sehen wir hier, dass wir hier so eine im kurzfristigen Chart hier von Ron Walker so eine positive Divergenz hatten und jetzt versuchen vielleicht dieses Gap noch zu füllen. Das war so 5236, 5235, dieses Gap, das dann nach unten gerissen wurde, gestern zum Handelsstart. Mal sehen, ob das noch gelingen wird. Kommen wir zu Einzelgeschichten. Und da ist meine zweitbeste Freundin und mein viertbester Freund, also Cathie Wood und Elon Musk, der Chef von Tesla. Und hier sehen wir mal, der EV-Hype ist over, also der Hype über Elektromobilität ist vorbei. Und das sieht man so bei den beiden Marktführern, im Prinzip bei Tesla und BYD. Und weil BYD noch stärker abgestürzt ist in Sachen Auslieferung von Fahrzeugen als Tesla, ist Tesla paradoxerweise jetzt wieder größter Verkäufer von Elektrofahrzeugen. Meine zweitbeste Freundin Cathie Wood hat gestern zugegriffen bei Tesla, hat also gekauft. Und befragt nach ihrem Kursziel, hat sie gesagt $2000. Ja, natürlich. Ne? Vielleicht hängst du noch eine Null dran. Kessigel, überhaupt kein Problem. Tesla selber will offenkundig jetzt auch in Indien Gigafactories letztendlich hier bauen. Also will noch mehr Autos produzieren, wo man ja jetzt das Problem hat, dass man im Grunde schon viel zu viele Autos baut, die man gar nicht absetzen kann, die man gar nicht verkaufen kann, seit die Subventionen weniger geworden sind. Also wie das zusammenpasst, das möchte ich mir mal erklärt haben. Und erklärungsbedürftig auch das, was Intel gestern gesagt hat. Man hat nämlich 7 Milliarden operativen Verlust gemacht in der Chipindustrie, also in diesem Chipsektor. Und das ist ja eigentlich der wirklich wichtige für Intel, die Aktie daraufhin sehr, sehr schwach. Aber natürlich haben wir KI-Boom, natürlich haben wir dafür gesorgt als Bundesregierung, dass Intel sich ja ansiedelt. Das ist so, ne, so ein bisschen zweite Liga, die du hier ansiedelst, zahlst denen massive Subventionen. Ne? Aber zweite Liga ist auch schön, fragen Sie ja mal den HSV. Ne? Man kann sich da einrichten über Jahrzehnte, ne? Das geht. Und so richten wir uns eben auch ein, so wie Boeing immer mehr in die Zweitklassigkeit abrutscht. Außenminister Blinken musste anders reisen von Paris nach Brüssel, weil das Flugzeug ein Problem hat. Und raten Sie mal, es war keine Airbus-Maschine. Es war keine Airbus-Maschine. Dazu noch ein anderer Flug, der nach Frankfurt zurückkehren musste, eine Boeing 777. Nach 2 Stunden, weil die Toiletten sozusagen sich irgendwie in das Flugzeug ausgeschüttet haben oder irgendwie, vielleicht hat da jemand zu viel, wie soll ich sagen, halt zu viel am Klo gemacht, sodass das dann, ich weiß auch nicht, auf jeden Fall musste die Maschine zurückkehren. Keine Erfolgsgeschichte ist derzeit auch China, auch wenn die Daten etwas besser werden, aber der Yuan, der ist heute Nacht deutlich gefallen, hatte 2% verloren gegenüber dem Dollar. Das ist dann das zulässige Band, das die Notenbank akzeptiert. Daraufhin hat die Notenbank eingegriffen, um den Kurs zu stabilisieren. Wir sehen also, der Yuan wertet ab. Dollar latent unter Aufwertungsdruck und geopolitisch wird es jetzt interessant. Die Amerikaner sagen, wir haben Informationen, dass innerhalb der nächsten 48 Stunden, und das war vor ein paar Stunden schon, Iran Vergeltungsschläge gegen Israel machen wird, nachdem die ja ein Konsulat bei Damaskus oder in Damaskus angegriffen haben, da verschiedene iranische Generäle oder hochrangige iranische Revolutionsgarden getötet haben.
Man will offenkundig mit Drohnen und Cruise Missiles strategische Location inside Israel angreifen. Also das wäre ein direkter Angriff auf Israel. Das wäre natürlich ein ziemlicher Hammer, wenn das stimmt. Weil wissen wir nicht, ist bisher nicht eben passiert, aber kann eben passieren. Der Verteidigungsminister Gallant hat dazu gesagt, wir sind auf jedes Szenario vorbereitet. Kommt ruhig. Mal sehen, wie das sich auswirkt. Aber eine direkte Konfrontation zwischen Israel und Iran wäre natürlich eine absolute Katastrophe und dürfte auch den Ölpreis in andere Sphären schicken. Wir hatten heute, wenn wir jetzt mal nach Europa kommen, meine Damen und Herren, hatten wir Inflationsdaten. Die waren auf 2,4% gefallen, vor allem wegen Energie. Vielleicht zum Vorjahresmonat. Energie ist billiger geworden. Zumindest vorübergehend. Das wird sich jetzt im April wieder ändern, weil zum Beispiel in Deutschland ja die Mehrwertsteuer auf Gas wieder angehoben wird. Aber die Commerzbank sagt, die Inflation in Deutschland ist lange nicht besiegt, denn die zugrunde liegende Inflation steigt wieder deutlich an. Dazu zählen eben auch vor allem Lohnabschlüsse. Auch das haben wir hier. Nicht nur die Amerikaner, sondern auch wir. Hier sehen wir das nochmal grafisch. Hier die zugrunde liegende Inflation ist deutlich nach oben gegangen, sodass wir dann in den nächsten Monaten wieder einen Anstieg der Inflation sehen dürften. Auch innerhalb der Eurozone. Mal gucken, wie das kommt. Aber natürlich ist die Wirtschaft deutlich schwächer in Europa als in den USA. Und das liegt auch natürlich an der grandios genialen Bundesregierung, deren Ziel CO2-Freiheit, auch wenn es keinen Sinn macht, weil dann andere mehr verbrauchen aufgrund der eben mehr verfügbaren Menge an CO2-Zertifikaten. Deswegen fahren wir gerne unter plansozialistischer Ägide von Minister Robert Habeck so ein bisschen die Wirtschaft gegen die Wand. Jetzt hat der Chef des BDI, der Präsident, scharfe Kritik an Scholz geäußert und hat gesagt, wir verlieren kontinuierlich Marktanteile an andere. Und hier unten sehen Sie, wer ist der unbeliebteste Führer in Developed Democracies, eine Umfrage der New York Times. Nummer 1 ist Olaf Scholz. Ne? Das muss man sich ja mal vorstellen. Da ist der Mann spitze, aber nur da in Sachen Unbeliebtheit. Und es ist in der Tat schwierig, sich menschlich für ihn zu erwärmen. Einer, der also zum Lachen eher in den Keller geht, irgendwie so immer so was Verdruckstes hat, irgendwie so was wenig, wie soll ich sagen, Nahbares, wenig Sympathisches. Zumindest ist das meine Sicht der Dinge. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Dinge, die ich Ihnen empfehlen möchte und vor allem diesen Artikel, denn die Fed hat klar gemacht, dass sie die Klimaagenda der EZB blockieren wird, nicht teilt. Das Ganze geht ja hier im Ausschuss für Bankenaufsicht, im Basler Ausschuss für Bankenaufsicht wird das Ganze entschieden und die Fed stellt sich also gegen die grüne EZB, die ja meint, sie müsse hier Klimapolitik betreiben. Paul hat klar gesagt, es ist nicht Aufgabe, nämlich der Fed-Chef Paul, Aufgabe einer Notenbank, hier Klimapolitik zu betreiben. Dafür gibt es gewählte Vertreter. Exakt, die EZB ist nicht gewählt. Also lasst die Finger davon, uns irgendwelche Märchen zu erzählen, weswegen das und das passieren muss. Genau das macht aber die EZB. Erste Empfehlung. Und wenn Sie das ähnlich sehen wie ich, würde ich Sie bitten, das mittels Social Media zu teilen. Hier oben diese Buttons. Und die zweite Empfehlung. Man kann jetzt auch Short-ETFs auf Bitcoin erwerben, also auf fallende Preise spekulieren und das sogar gehebelt. Wie das Ganze funktioniert, zumindest in den USA mit diesen ETFs, das sehen Sie in diesem Artikel. Also zwei Artikel zur Empfehlung. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.